Hey Internet und YouTube, zurück bei Fallout 3. Ich habe mich mal kurz schlau gemacht über die wahren Konsequenzen. Ich habe zwar eure Kommentare gelesen, die sind ein bisschen unterschiedlich immer. Und im offiziellen Wiki steht: Eigentlich hat es nur Vorteile, wenn du die Stadt stehen lässt. Die Nachteile sind jetzt nicht so Ding. Nicht so verheerend. Insgesamt, angeblich. Vielleicht lügen sie auch. Aber wem soll ich noch trauen im Internet? Ich bin hier ganz alleine mit meinen Ghouls. Oh oh. Kann ich von so weit? 31, naja, probieren wir's. Au, au, das war schlecht. Au, das war schlecht. Das war nicht gut. Jetzt sind sie böse. Jetzt sind sie böse. Ich hau ab. Tschüss. Okay. Okay. Stopp. 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 Au. Da klingelt die Kasse, mein Freund. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Haha. Tatsächlich, ich hab's übers... Oh mein Gott, du kannst Türen öffnen! Was für ein raffiniertes kleines Kerlchen. Naja, das war jetzt nicht so der Hit, oder? Danke für die Kronkork, mein Freund. Habe ich doch glatt Munition übersehen. Mann, wie konnte mir das nur passieren? Das passiert mir doch sonst ständig. Also. Gib mir... Yes! Danke. I need Munition. Ach, verdammte. Ja, nichts nutze. Hey, wir könnten Freunde sein. Du und ich. Kritischer Angriff ist sexy. Ach. Ja. Komm. Ah, shit! Okay, das ist nicht lustig. Das ist nicht lustig. Schlag doch zu, mein Freund! Schlag doch zu! Sei doch nicht so. Faul! Hallo? Gut, wunderbar. Okay, ich brauche... Tatsächlich Unmengen von Munition. Öffnen. Gute Idee, danke schön. Irgendjemand schnabuliert hier. Hm? Oh, ich will keine Munition verschwenden. Leise, leise. Ah, 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 Vorsicht, Vorsicht, steht sogar da. Steht sogar da. Überraschung! Abgelogen! Oh. Steh auf! Ich schaff dich ohne dem. Ich schaff dich. Ich spare. Sparst du in der Not? Hammer! Hör mir auf, du. Hör mir bloß auf, du. Gleisnägel. Ich bin mir nicht sicher. Was ist? Gott im Himmel. So ein Böser. So, kann ich das jetzt in Ruhe hier? Danke. Verschlossen. Lunchbox nehme ich mir jetzt. Dankeschön. Oh, Brennstoff in den Flammenwerfer. Gib mir alles. Jetzt ziehe ich mir was rein. Was Leckeres. Soll ich das lesen? Nahkampf. Ja, ich Idiot, genau. Nahkampfwaffen. Ach Gott. Warum nehme ich nicht die Nahkampfwaffenkleidung?
Ich brauche jetzt auf jeden Fall ein Steak. Und wo ist meine Lunchbox? What? Okay, ich habe den Sheriff-Suit an und die Uniform. Kleine Waffen plus 5, okay. Probieren wir es einfach, YouTube. Probieren wir es. Zuerst. Können wir noch auf. Ja, hier ist nichts, natürlich. Warum sollte hier was sein? Hi, du. Auf die Mütze! Würde ich von dieser Seite kommen? Yes! War hier noch irgendwas? 1000 Kronkorken und 20 Stimpacks? Nein! Warum auch? Das war's? Okay. Jetzt sei nicht so nervös. Kann ich nicht ausweichen? Geht doch so auch, YouTube, nur keine Panik. Ich habe zwar bald keine Energie mehr, nur keine Panik. Ohohoho! Unbedingt. Steampack, yes, I love it. Steampacks, I'm loving it. So. Ich gehe. Oh, ne, euch lasse ich immer. Ich gehe hier lang. Ich kann jetzt nicht mehr neu laden, das ganze Ding hier nochmal zu machen. Wann kommt bei dir Musik? Bist du etwa härter als die anderen? Du daneben. Getroffen. Streunender wilder Ghoul. Komm her. Au. Au, da sitzt. Au. Warte. Was war denn das? Trefferpunkt bis 60. Das nehme ich. Ich hätte nämlich auch. Jetzt bin ich gleich abhängig, oder? Immerhin ein paar Kronkorken. Wie viel habe ich? 106 von. Okay. Hau ab und stirb! Oder stirb nur! Nur sterben! Nur sterben ist gut! Okay. Alles klar. Zwei H-Klammern, das hat sich doch gelohnt. Blöder. Sieht aus, als würdest du an dir rumspielen. Okay, mein Freund, es ist jetzt nicht so, als hätte ich. Wir brauchen einen Schluck, dann geht's locker von der Hüfte, mein Freund. Locker flockig. Ja, ist ja gut. Das ist gut. Au, das ist schlecht. Ist ja gut. Ich könnte ruhig ein wenig mehr Kohle haben. Oh, ein erster, ich hab dich gehört. Au. Oh, zwei. Zwei ist nicht gut. Zwei ist nicht gut. Weiß nicht gut. Warte. Oh shit. Oh Mama. Oh Jesus. Gib mir. Nehme ich auch. Keine Munition. Wie. Alles wie gehabt. Die Pistole auch nicht. Heckenschützengewehr. Hätte ich schon längst verwenden können, nicht Depp. Sturmgewehr. Dankeschön. Top Condition. Noch. Nein! Ah, was habe ich geklickt? Zur Hölle.
Let me think about it. I don't know where I'm going. Okay, was haben wir hier? Jop! Ja, wo ist er denn? Wo sind sie denn? Was ist denn hier? Was haben wir denn da? Ja. Wo zum Henker? Was? Okay. Der Weg war umsonst. Dann hier raus. Und hier rüber. Okay, etwas leiser, mein Freund. Etwas. Wer bist du? Freund oder Feind? Hey, weg mit den Waffen und rüberkommen. Keine Dummheiten, klar? Oder es hagelt Kugeln. Sieh mich an, wenn du mit mir redest. Lass mich mal sehen, ob ihr hier irgendwas übersehen habt, meine lieben Ghouls. Ich hau einfach ab. Ha. Okay, soll ich rauf? Ich muss rauf. Ich bin unbewaffnet. Hi. Was machen Sie hier? Es ist hier nicht sicher für Leute wie Sie. Ich bin nur hier, um mit Roy Phillips zu sprechen. Ach ja? Erwartet er Sie? Na dann mal los. Man sollte Roy nicht warten lassen. Er ist recht ungeduldig. Also Vorsicht. Kein Problem. Was machst du hier überhaupt? Ich habe mich mit Roy und seiner nichtsnutzigen Gang herumgetrieben. Roy ist ein bescheuerter Typ, der keine Gefangenen macht. Er hat von diesem Mistkerl Tenpenny gehört und will uns jetzt in diesen Turm bringen. Dazu hackt er einen Plan aus, um die Ghoulhasser dort umzubringen. Ob sie es glauben oder nicht, das hier war mal mein Urlaubsort. Klasse, wie fühlt man sich denn so als Ghoul? Ich war nicht immer so. Ich war mal ein verdammter Wissenschaftler. Wir haben großartige Dinge gemacht. Erstaunliche Dinge. Klar mussten Opfer gebracht werden. Einige nahmen Schaden, aber wir haben wirklich Fortschritte gemacht. Bis die verdammten Bomben fielen. Das Karma ist echt hammerhart. Das sollte man nie vergessen. Okay. Hat mich angeheuert, sie zu töten. Oh, soll ich ihm das sagen? Oh oh, ich bin mir nicht sicher. Das passt ja. Er ist Tenpennys süßes Schoßhündchen, richtig? Und welche Rolle spielen Sie bei der ganzen Geschichte? Ganz ruhig, ist nur eine Warnung, keine Drohung. Ich werde dich nicht umbringen. Willst du noch was sagen, bevor du das Zeitliche segnest? Ganz ruhig, ist nur eine Warnung. Wie nett, aber wir wissen bereits, dass die fanatischen Schweine uns tot sehen wollen. Reden Sie mit Roy Phillips. Vielleicht können Sie uns helfen. Okay, ich muss jetzt los. Das Leben muss man genießen, solange man noch kann. Soll ich mit dir gehen oder wie jetzt? Lass mich mal hier rauf. Mal sehen, was du zu bieten hast. Nichts. Oh, Moment. Hier rein. Schnapp ich mir doch den Einkaufswagen und nimm das Bügeleisen mit. Verdammter Mist, ne Bügeleisen. Zionskiste sowieso zum Stehlen verurteilt. Okay. Mein Freund, wo bist du? Wo zur Hölle geht's hier hin? Ne, ich will ja nicht raus. Mein neuer Kumpel. Schon ohne mich los. Hey, vielen Dank für deine nicht vorhandene Unterstützung. Hallo. Ja, ist ja gut. Da ist er ja. Da ist er ja. Mir ist gerade etwas schlimmendlich geworden. Hey, mein Freund. Hallo. Hi. Du hältst dich noch ganz gut. Wohin muss ich?
Kannst du mir das sagen? Roy? Ich wollte... Ja, der Whisky ist jetzt auch wieder vorbei. Verdammt, der war so gut. Roy, gib mir mal hier deine ganzen... Da ist er. Ich gehe schon mal vor, weil das ist ja, ne? Oh, hi. Bessie. Hallo. Hi. Siehst gut aus. Oh, hallo. Ich bin Bessie Lynn. Ich glaube nicht, dass Sie hier unten sein sollten. Haben Sie mit Roy gesprochen? Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun. Sie könnten echt Schwierigkeiten kriegen, wenn Sie hier uneingeladen auftauchen. Schön, Sie kennenzulernen, Bessie. Keine Sorge, ich komme klar. Ich mag's nicht, wenn jemand zu Schaden kommt. Sie müssen tough sein, wenn Sie an den wilden Ghulen vorbeikommen. Uns tun Sie ja nix, aber Ihnen? Ich schwafel schon wieder, stimmt's? Roy sagt mir ständig, dass ich das nicht tun soll. Was machen Sie denn so im Metrotunnel? Roy hat einen Plan, um uns in diesen Turm zu bringen. Tenpenny Tower. Er sagt, es ist nur eine Frage der Zeit. Er ist irrsinnig stark und er gibt nie auf. Roy ist ein echter Macher. Darum folgen ihm die anderen. Ich mag einfach die Art und Weise, wie er mich ansieht. Oh. Da fühle ich mich wieder schön. Du bist ich würde schön. Mit ihm überall hingehen. Wie fühlst du dich als Ghoul? Naja, so schlimm ist es nun auch wieder nicht, wenn man sich einmal dran gewöhnt hat. Aber es ist schon anders als vorher. Ich war mal hübsch, wissen Sie? Früher kamen ständig Leute vorbei. Aber dann wollen sie einfach nichts mehr mit einem zu tun haben. Wenn's passiert. Wenn man sich verändert, meine ich jetzt. Ich muss jetzt los. Sauber bleiben. Du auch. So schlimm. Hey, Roy. Ein bisschen mehr Vorsicht wäre angebracht. Ja, meine Güte, wegen zerbeulten Blechdosen hier. Das ist mein Bett. Lass mich mal hier hinlegen. Wer Roy ist dann nicht mehr da. Okay. Ihr legt das doch absichtlich hier unten hin. Roy, steh auf. Hau dir nicht den Kopf an. Um was geht's? Was machen Sie so im Metrotunnel? Zeit totschlagen, Pläne schmieden und uns vorbereiten. Tenpenny und sein Pack von Möchtegerns können uns nicht für immer aus dem Turm heraushalten. Mhm. Wir haben Rechte. Und wir setzen sie durch, wo sie uns verweigert werden. Du bist ja ein Harter. Ihr seid doch sicher in diesen Tunnels. Wieso wollt ihr in Tenpenny wohnen? Meinen Sie damit, Ghule brauchen keinen Luxus und Komfort? Meinen Sie, Ghule sollten in dunklen, feuchten Höhlen unter dem Ödland hausen? Sie haben vielleicht Nerven. War nur ein Spaß. Vielleicht kann ich dich hier reinbringen. Ich habe schon einen Plan. Sie glauben, ich bin ein Monster. Ich werde Ihnen die echten Monster zeigen. Wir lassen unsere wilden Brüder auf sie los. Diese ghoulhassenden Mistkerle werden in Stücke gerissen. Das Problem ist nur diese verdammte U-Bahn-Tür. Die Sache ist die, es gibt eine Art Fluchttür von Tenpennys Keller in die U-Bahn-Tunnels. Es muss einen Weg geben, die zu öffnen. Was auch immer, du bist auch nicht besser als Tenpenny. Wenn ich nicht besser als Tenpenny bin, dann soll er mich doch in den Turm lassen. Aber das macht er nicht. Also stürme ich ihn. Ich habe schon eine... Wir lassen die Sache... Okay. Lass mich mit Tenpenny reden. Vielleicht lässt er euch ja hier leben. Ha. Ach, bring sie um. Ich kann dir eventuell mit diesem Notausgang helfen. Jetzt verstehen wir uns. Okay, hier ist der Plan. Ich sammle eine Horde Wilde um mich und warte am Notausgang auf sie. Sie öffnen die Tür. Dann müssen wir uns nur noch zurücklehnen und zusehen.
Den Ghoulen helfen, in Tempanib Tower zu gelangen oder Roy Phillips und seine Anhänger töten. Könnte ich mit ihm reden? Was für ein Spaß! Das wird auf jeden Fall lustig. Denken Sie daran. Ich warte darauf, dass Sie die Tür öffnen. Okay. Lassen Sie mich nicht zu lange warten. Ich habe ein paar verrückte Ghule umgelegt. Sie haben also eine Meute wilder Ghule umgelegt. Ja, ich soll mich das jetzt beeindrucken, oder was? Ein bisschen vielleicht? Ich habe keinerlei Mitgefühl mehr für diese hirnlosen Freaks. Aber sie waren ein nettes Abschreckungsmittel für Glatthautschweine wie sie. Was? Was hast du... Was? Wie fühlst du dich so als Ghoul? Sie sollten sich ihre nächsten Worte sehr gut überlegen, denn langsam bin ich echt angepisst. Du frisst Gehirne, richtig? Wie ist das denn so als Zombie? Ich wollte sie nicht beleidigen, ich habe keine Vorurteile. Alles klar, wie auch immer. Sie überheblicher, heuchlerischer Armleuchter. Was? Du bist ja der intolerante Arsch, nicht ich. Du bist also hässlich, ne? Und? Nein, das war mal voller Ernst. Mhm, gut. Wie dem auch sei. Ein Ghoul zu sein ist auch nicht schlimmer als alle anderen Dinge, mit denen man fertig werden muss. Wie beispielsweise ihre Blödheit. Dafür können sie einfach nichts. Sie wurden blöd geboren oder sind als Kind auf den Kopf gefallen. Wie dem auch sei. Ändern können sie daran nichts. Und so tun sie ihr Bestes, damit fertig zu werden. Gustavo hat mich angeheuert, sie zu töten. Ach wirklich? Ist er nicht Manns genug, um es selbst zu tun? Schickt einen Laufburschen für die Drecksarbeit. Glauben Sie, sie haben's drauf? Ganz ruhig. Ach, das ist klug von Ihnen. Ich mache Sie nämlich platt, falls Sie irgendwelche Dummheiten anstellen. Also lassen Sie es lieber. Tenpenny und seine Meute, Elitera möchte gerne werden, noch ihr blaues Wunder erleben. Sie können uns nicht für ewig vom Turm fernhalten. Ich habe... Okay, alles klar. Ach, nein, verdammt. Warte. Wie ist der Status dieser Temp? Ich glaube, ich kann sie davon überzeugen, euch hier leben zu lassen. Das glaube ich nicht, oder? Ich öffne diese Tür, dann können die Horden hereinkommen. Dann beeilen Sie sich mal. Öffnen Sie die Tür. Wofür brauchen Sie so verdammt lange? Beeilung! Was für ein... Pisskopf. Beeilung! Oh! So ein arrogantes... Die sind alle Arschlöcher. Jeder einzelne. Michael, du bist in Ordnung. Sie war auch in Ordnung, aber der Typ hier ist genauso ein Idiot. Okay. YouTube, das ist... Okay. Gut, dass ich das so gespielt habe. Jetzt weiß ich's. Mich kotzt das nämlich an. Ich muss mich hier von allem beleidigen lassen. Wo geht's hier raus? Entschuldigung. Entschuldigen Sie. Wo zum Henker geht's hier raus? Oh ne, ich brauche eine Stunde, bis ich hier wieder draußen bin. Abgestürzt. Oh, fuck you.